So, dann müsste es eigentlich gleich rechts abgehen. Oder sind wir zu früh? Ne, genau hier. Mit dem unbewachten Eingang in eine Mine, wo jede Menge Erz gescheffelt wird, das hier als Währung gilt. Aber na gut, das alte Lager muss wissen, was es tut. Und drinnen sind ja eigentlich genug Gardisten. Was sind das eigentlich alles für Gerätschaften hier? Und wir haben immer noch keine Spitzhacke, um das selber abzubauen. Aber die paar Erzbrocken, die wir dann in einer Stunde rausholen würden. Nee, nee, das rentiert sich nicht. Zumal wir jetzt ja schon recht viel Erz bei uns tragen. Wir könnten uns ja schon die beste Söldnerrüstung holen, nur sind wir leider nicht erfahren genug. Jedenfalls laut Lee. So, die Minecrawler waren unten Richtung Schmelzer, wo wir nicht hinkamen am Anfang. Aber wir sollten vorher noch mit dem Templer hier sprechen, vielleicht hat er ja was Neues zu sagen. Wir sollten ja mit einem der Templer sprechen, meinte jedenfalls Korkalom. Ich bin auf der Suche nach dem Crawler-Nest. Wende dich an Gor Navit, Gor Nakosh oder Gor Nabar. Die kennen sich da unten bei den Crawlern besser aus als ich. Wit Kosh Bar. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Witkoschbar, Witkoschbar, das sind die drei eigentlichen Namen von denen, wenn man das davor wegnimmt, also deren Titel. Also ja, scheint ganz schön viele Templer hier unten zu sein, wenn sie drei Anführer haben. Oder zumindest drei Leute, die sich mit den Crawlern gut auskennen. Das weckt doch schon mal Zuversicht. Das heißt, wenn irgendwas schief läuft, laufen wir einfach zu denen zurück. So, hier war der Witzbold mit der Kiste. Ja, die Wache sprechen wir nicht an, die ist nicht wirklich gut auf uns zu sprechen. Da ist eine Sackgasse und hier müsste gleich irgendwo dieses Verbindungsstück kommen. Ah ne, hier ist erstmal das Lagerhaus, was wir nicht ausräumen konnten. Aber ein Tick weiter unten kommt nur dieses Verbindungsstück, wo man, um weiter runterzukommen, hier in dem Hauptschacht durch so einen anderen Schacht durch musste und da ist halt was durch die Dunkelheit gehuscht und deswegen sind wir nicht weiter. Oh, wir können gucken, ob die was Neues zu verkaufen anbieten. Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst, wenn du Erz hast. Nö, nicht wirklich. Schon komisch, dass sie hier das Erz abbauen, aber nicht genug Erz auf Vorrat haben, dass wir hier unsere Sachen loswerden können. Aber na gut. Aber behalt's für dich. So, hier waren die Crawler und das sind auch schon Templer. Solange ich damit nichts zu tun habe. Aber langsam sollte man eine Fackel rausführen, sonst sieht man hier echt nichts. Und im Dunkeln durch ein Crawler-Nest zu stolpern, ist nicht unbedingt ratsam. Solange ich damit nichts zu tun habe. Wo sind unsere Fackeln geblieben? Immer wieder. Die haben wir doch nicht verkauft, oder? Das passiert mir nicht nochmal. Oh oh. War nicht besonders. Das kommt, wenn man nicht vorbereitet ist. Hier war nur das Essen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ja, ist ebenso. Wir sind jetzt ohne eine Fackel in der dunklen Mine und versuchen irgendwelche Insekten umzubringen. War doch klar, dass das. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Okay, er scheint ein recht aggressiver zu sein. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Ja, du wiederholst dich. Möge der Schläfer dich schützen. Hier sollten immer noch mehr Anführer sein. Der andere sieht aber irgendwie aus wie ein normaler Templer. Na gut, dann machen wir uns mal ran und versuchen den ersten von denen umzubringen, um zu schauen, wie stark sie überhaupt sind. Scheiße. Genau du, komm mal hierher. Oh. Oh, das geht ja. Na kommt. Ach, die Templer helfen gleich mit.
Aber auch so, die sind sehr gut machbar. Zwei Schläge. Sie sind sehr bedacht mit ihren Angriffen, also sie umrunden eigentlich gleich. Das dürften wir hinbekommen. Wenn wir nicht in der Dunkelheit in irgendeinen Schacht runterstürzen. Und da das hier eine Mine ist, müssten noch eigentlich irgendwo auch Fackeln sein. Boah, nee, das ist wirklich stockduster, das bringt nichts. Gehen wir mal ganz kurz raus und schauen bei dem Händler nochmal. Da haben wir nicht drauf geachtet, ob er Fackeln verkauft. Da wussten wir nicht, dass wir keine haben. Also gucken wir kurz bei dem Händler hier unten rein und danach bei dem Händler einen Stockwerk weiter oben. Da wäre noch ein Händler. Sonst können wir das hier mitgehen lassen. Das wäre praktisch, das ist schön groß. Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Nee, er hat nur Pfeile, Äpfel, Alkohol, Heiltränke und Steigling. Die Steigling wird er wohl von uns haben. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus, aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Das ist ja sehr motivierend. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Aber recht hat er ja. Selbst die Erzbarone hängen hier fest und die sind wirklich mächtig. Oh, wir können mal kurz in die Vorratskammer schauen, auch wenn er uns hier bestimmt nicht gerne sieht. Ihn haben wir ja auch weggelockt. Ist hier irgendwo eine Fackel? Das kann doch nicht sein. Ah. Kräuter gibt's hier, Pilze ohne Ende. Überall stehen auch Fackeln rum, aber die gehören halt zur Dekoration der Mine hier. Und die Wachen würden es bestimmt nicht gerne sehen, wenn wir bei so einem Hauptweg hier einfach die Fackel wegnehmen und jeder Schürfer da runterpurzelt. So, wo war der andere Händler? Der war fast ganz oben. Ach ja. Ah, warum haben wir die Fackeln verkauft? Wir hatten eigentlich immer 2, 3, die schon halb angezündet waren bei uns im Rucksack. Und wir haben immer nur die verkauft, die noch ganz frisch waren. Oh, da ist auch noch ein Gang, wo wir nicht durchgegangen sind. Aber alles Schritt für Schritt. Erstmal Licht. Licht ist relativ wichtig. Nanu? Genau. Ganz am Anfang ist der Händler. Bitte hab Fackeln. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Damit hat er uns ja schon mal enttäuscht. Aber nein, er hat Fackeln, super. Und was geben wir ihm dafür? Das und das und die Zangen nicht, die im Korkalomia. Und ein Flügel. Schöne Sache. Tada, es werde Licht.
Gut, jetzt können wir den ganzen Weg zurückgehen. Besser gesagt, nicht den ganzen Weg, weil wir haben ja hier den einen Tunnel entdeckt. Da können wir erstmal reinschauen. Nämlich hier. Da sind wir am Anfang ja nicht durchgegangen, weil es zu verlassen aussah. Aber anscheinend ist das ein ganz normaler Tunnel, der auch noch bearbeitet wird. Oh, schauen wir mal. Oh, ganz schön tiefes Loch. Obwohl, das sind Abschnitte, da könnte man runtergehen. Und dieses Klebezeug an den Wänden sieht nach den Minecrawlern aus. Hast du was zu sagen? Was läuft in der Mine? Die Mine ist das Herz des alten Lagers. Ohne Mine kein Erz. Ohne Erz keine Waren. Alles klar? Alles klar. Lass mich vorbei. Lass mich mal vorbei. Er hat auch nichts zu sagen. Vielleicht haben die Butler ja irgendwelche wichtigen Informationen. Die scheinen aber alle beschäftigt zu sein. Aber hier liegen wenigstens Fackeln rum. Nehmen wir doch mal eine nochmal Vorrat mit. Nur so für den Fall. Oh, warum ruhst du dich denn aus? Die Wachen erwischen mich nie. Ah. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Hier hat er sich also versteckt. Aber die Wache ist ja schon wieder zurück bei der Truhe und nochmal weglocken werden wir sie nicht können. Also lassen wir das lieber. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Na gut, wir haben eigentlich genug Erz. Also geben wir ihm ruhig mal 10, wer hat da irgendwas Wichtiges zu sagen, was uns helfen kann. In Ordnung. Hier sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an 2 Nebenhöhlen. In der 2. Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank, aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Na gut, so schnell werden wir in diesen Nebengang wahrscheinlich nicht zurückkommen, also fragen wir ihn gleich nochmal. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar, hast du noch 10 Erz? Wir haben wesentlich mehr als nur 10 Erz. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, das wissen wir jetzt. Geht's hier noch irgendwo weiter? Oh, nur ein paar Höhlenpilze, die nehmen wir auch mal mit. Ja, wir können da jetzt runter, aber das sieht nicht sehr sicher aus. Wir wissen noch nicht, ob wir da wieder hochkommen. Nee, gehen wir den anderen Weg. Wir sind ja schon mal da unten bei den Templern gewesen, wo die Minecrawler waren. Und da wird es auch regulär runtergehen. Und wahrscheinlich sogar in denselben Bereich, wo das Loch dahin führt. Und dabei brechen wir uns wenigstens nicht den Hals. Also hier wieder raus. Und den ganzen Stück nach unten. Obwohl er ja gerade meinte, wenn wir jetzt dem Hauptschacht hier folgen, also der Hauptschacht ist der Schacht von oben nach unten, dann kommen wir an 2 Nebenschächte und da soll dann irgendwo ein Heiltrank sein. Bei einem alten Stamm von einer Wache. Also einen alten Stampfer haben wir nicht gesehen. Was auch immer genau ein Stampfer sein soll. Wahrscheinlich irgendeine Gerätschaft, die das Erz zerkleinert. Aber hier steht nirgendwo was rum. Aber es sind auch keine Seitengänge. Jedenfalls nicht wirklich. Den einzigen Seitengang, den wir kennen, ist der, wo wir gerade waren.
Sonst ging es ja nur gerade runter. Bis zu dem Punkt, wo halt die beiden Templer stehen. Weil hier ging es nirgendwo ab. Nö, ist nur der Händler. Und da unten müsste schon die Höhle sein mit den Templern, genau. Aber wo ist der zweite Nebenschacht, von dem er gesprochen hat? Ist da auf der anderen Seite irgendwo was? Na gut. Jetzt, da wir Licht haben, können wir erstmal hier weiterschauen. Aber vorher speichern wir sicherheitshalber ab. Das war einer zu weit. LP 26.